Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Am 17.07.2024 gibt es wieder eine Aktenzeichen XY-Sendung. Und zwar eine Spezialsendung, bei der es um vermisste Personen geht. Es werden insgesamt vier Fälle als Filmfall vorgestellt. Von diesen vier Filmfällen habe ich bereits zwei Fälle als Video dargestellt. Einmal geht es um den Fall der seit 2007 vermissten Kerstin D. Langley. Zu dem Fall hatte ich bereits Ende 2022 ein Video gemacht, auf Basis der Aktenzeichen XY-Sendung vom 18.12.2013. Ich habe zu dem Fall erneut ein Video mit ein paar mehr Infos erstellt. Das Video hatte ich bereits heute online gestellt und habe den Link zu dem Video noch einmal in die Videobeschreibung hinterlegt. Es ist ein Extra-Video geworden aufgrund der Daten, die ich in dem Falle dann zur Verfügung hatte. Deswegen macht es einfach Sinn, nochmal ein komplett neues Video zu erstellen. In einem weiteren dargestellten Fall geht es um die seit dem 5. November 2022 vermisste Vanessa Huber. Auch dieser Fall war bereits mehrfach Thema bei mir auf dem Kanal. Das neueste Video über den vermissten Fall habe ich am 12. Juli 2024, also erst vor wenigen Tagen, hochgeladen. Und auch den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung hinterlegt. Deswegen werde ich jetzt die ganze Geschichte nicht nochmal neu aufrollen, denn dafür gibt es dieses Video, also das vorherige Video und auch die anderen Videos. Allerdings gibt es jetzt kurz vor der Aktenzeichen XY-Sendung noch ein paar mehr Informationen. Es war ja so, dass Anfang November 2022 die damals 39-jährige Vanessa nach einem Streit mit ihrem Mann die Wohnung verlassen hat und sie ist nie zurückgekehrt. Aktuell verstärkt die Polizei ja wieder die Bemühungen, Vanessa zu finden. Und am vergangenen Donnerstag wurde auch ein Weiher bei Taufkirchen von Tauchern durchsucht. Und jetzt veröffentlichen die Fahnder bundesweit ein Foto, dass die Vermisste kurz vor dem Verschwinden mit ihrem Ehemann zeigt. Und das seht ihr jetzt hier. Von der Veröffentlichung dieses Fotos erhofft sich die Polizei Hinweise von Personen, die über das direkte Umfeld des Paares hinausgehen. Vanessa Huber war am 7. November 2022 von ihrem Mann Tobias als vermisst gemeldet worden. Sie soll nach seinen Angaben die gemeinsame Wohnung in Unterhaching 2 Tage zuvor nach einem Streit verlassen haben. Der Ehemann geriet schnell in Verdacht, verantwortlich für das Verschwinden seiner Frau zu sein. Denn sie hatte in der Wohnung alle persönlichen Gegenstände zurückgelassen: Ausweis, EC-Karte, Kreditkarte, Ehe- und Verlobungsring, ihre Brille, ihre Handys, ihre Smartwatch und ihre Geldbörse. Also hat absolut nichts mitgenommen. Zudem hatte der Mann, bevor er zur Polizei ging, das Auto sauber gemacht und 2 Matratzen mit einem Dampfstrahler gereinigt. Der Ehemann Tobias Huber wurde mehrfach vernommen, jedoch konnte der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet werden, sodass auch kein Haftbefehl gegen ihn erlassen werden konnte. Mittlerweile wurde dieses Ermittlungsverfahren eingestellt, denn Tobias Huber starb im März allein in der Unterhachinger Wohnung und erst nach einer Woche wurde er gefunden. Ein Suizid stieß die Polizei allerdings aus. Allerdings konsumierte er psychoaktive, wenn auch legale Substanzen. Es könnte sein, dass sein Tod damit zusammenhängt. Das hatte ich auch schon in dem vorherigen Video vermutet. Tobias Huber war offensichtlich sehr technikaffin, denn die Polizei beschlagnahmte in der Wohnung mehrere Laptops, USB-Sticks, Handys, Kameras und andere Datenträger. Insgesamt 4 Terabyte an Daten, mit deren Sichtung die Ermittler noch lange nicht durch sind. Aus den bisher gesichteten Daten und anderen Ermittlungen ergab sich für die Polizei mittlerweile ein genaueres Bild der Vorgeschichte des Paares. Vanessa und Tobias Huber, beide Ende 30, waren seit 2018 verheiratet. Spätestens seit der Corona-Krise 2020 soll es in der Beziehung zu Spannung gekommen sein. Tobias Huber, der Fitnesstrainer war, hatte seinen Arbeitsplatz verloren. Die finanzielle Situation war angespannt. Wenige Tage vor ihrem Verschwinden hatte Tobias Huber seine Frau aus der Wohnung verwiesen. Also, er hat sie praktisch rausgeschmissen. Sie schlüpfte dann einige Zeit bei einer Bekannten unter.
Und in diesem Zeitraum fiel auch ein Termin, den Vanessa Huber mit einer Scheidungsanwältin vereinbart hatte. Den konnte sie aber aus Krankheitsgründen nicht wahrnehmen. Ob ihr Mann von diesem Termin wusste, ist nicht bekannt. Am 1. November kehrte Vanessa Huber doch wieder in die eheliche Wohnung zurück. Und an diesem Tag gab es eine Art Versöhnungsspaziergang im Perlacher Forst. Und der Perlacher Forst spielt ja immer wieder eine Rolle in dem Fall. Und bei diesem Versöhnungsspaziergang ist das nun veröffentlichte Foto entstanden, welches ihr ja auch seht. Der Fall Vanessa Huber wird zwar bei der Polizei als Vermisstensache geführt, es ermittelt aber weiterhin die Mordkommission. So, das ist dann auch einmal ein Update in dem Fall von Vanessa Huber. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Vermisstensendung sehr interessant sein wird. Einmal wegen der neuen Erkenntnisse im Fall von Vanessa Huber und auch der Fall von Kerstin D. Langley ist ja ein sehr interessanter Fall und da einmal schauen, ob es dort nach mittlerweile 17 Jahren neue Erkenntnisse gibt. In einem weiteren Fall, den ihr wahrscheinlich auch nicht kennen werdet, geht es um den Fall der seit 1999 verschwundenen Roswitha Held. Sie war zum damaligen Zeitpunkt 52 Jahre alt. Sie war verheiratet, hatte eine Tochter und 6 Enkelkinder, die sie über alles liebte. Ob sie noch weitere Kinder hatte oder ob diese 6 Enkelkinder alle von der einen Tochter stammen, das ist nicht klar. Aber ich glaube, auch nicht so relevant für den Fall. Aber ich weiß ja, oder ich kann mir schon denken, dass die eine oder andere Frage in diese Richtung von euch in den Kommentaren auftauchen wird. Weiterhin lebte sie auf einem großzügigen Anwesen. Und dann war sie auf einmal weg. Am 4. Januar 1999 schloss sie nachmittags unerwartet ihren neu eröffneten Salon in Bad Bodenteich. In anderen Artikeln bzw. Quellen heißt es dann, dass sie an diesem Tag das Geschäft gar nicht geöffnet hat. Sie besuchte auf jeden Fall an diesem 4. Januar 1999 eine Freundin in Braunschweig, ging zum Arzt und machte dann einen Großeinkauf im Metro Großmarkt im Wert von 1.800 Euro. Gegen 22.30 Uhr meldete sich ihr Handy letztmalig aus Wolfenbüttel. Sie soll 4-mal die Auskunft angerufen haben und danach war Stille. Ihr roter VW Scirocco 2 wurde 9 Tage später unverschlossen auf dem Parkplatz des Krankenhauses im niedersächsischen Wolfenbüttel gefunden. Die Einkäufe lagen unberührt im Auto, aber von Roswitha fehlte jede Spur. Keine Spuren von Gewalt, keine Hinweise auf ihren Verbleib. Das Handy blieb aus. Ihre EC-Karte wurde nicht mehr benutzt. Der Ehemann alarmierte die Polizei erst am 12. Januar, da er laut Polizei annahm, sie habe sich eine Auszeit genommen. Eine groß angelegte Suche in den Wäldern rund um Wolfenbüttel blieb erfolglos. Seitdem wird der Fall immer wieder neu aufgerollt, doch eine heiße Spur fehlt bis heute. Ihr DNA-Profil wurde aktualisiert und in Vermissten-Datenbanken eingespeist. Also sollte irgendwo eine unbekannte Leiche gefunden werden oder eine Person, die sich nicht klar zuordnen lässt, kann man über die DNA dann zuordnen, dass es sich um Roswitha Held handelt. In einem Zeitungsartikel aus der Braunschweiger Zeitung sind danach folgende Infos zu finden. Der Zeitungsartikel muss dann aus dem Jahr 2007 sein. Da wird einmal erläutert, warum der Ehemann davon ausging, dass sie vielleicht etwas Freiraum benötigt. Denn es hat da wohl Äußerungen im Vorfeld von Roswitha gegeben, dass sie mal etwas Freiraum brauche und etwas Luft. Deswegen hatte er nicht gleich die schlimmsten Befürchtungen in dem Fall, als sie nicht nach Hause zurückkam. Aber dennoch hatte er schon selbst bei Bekannten nachgefragt und Kliniken kontaktiert. Dann kommt man in diesem Artikel einmal auf diesen Einkauf bei Metro am 4. Januar zu sprechen. Dort hat sie aber 1.800 Mark eingekauft, unter anderem Kissen und Bettzeug. Und das war ja alles noch im Auto zurückgeblieben. Der Wagen wurde am 13. Januar dann entdeckt, war abgestellt auf dem Parkplatz des städtischen Krankenhauses Wolfenbüttel. Und es war ein roter Scirocco Typ 2
Baujahr 1991. Und laut Zeugenaussagen soll der Wagen dort schon mehrere Tage gestanden haben. Dann kommen wir nochmal zu den Anrufen bei der Auskunft. Da war das Handy über einen Funkturm des Stadtgebiets eingeloggt und die Anrufe haben stattgefunden zwischen 22.30 Uhr und 22.40 Uhr. Und das waren die letzten Lebenszeichen von Roswitha Held. Danach ist das Handy nicht mehr aktiviert gewesen und es gab auch keine Kontobewegung über die EC-Karte. Ich habe euch jetzt die ganze Zeit das Bild eingeblendet, so wie sie damals ausgesehen hat, als sie verschwunden ist. Und ab jetzt werde ich euch ein Bild einblenden, so wie sie heute aussehen könnte. Also dem Alter angepasst. Denn heute müsste sie 77 Jahre alt sein. Ja, die Frage ist natürlich erst einmal in dem Punkt, ob sie diese Anrufe bei der Auskunft überhaupt selber getätigt hat. Für den Kripo-Chef Jürgen Schmidt stand damals fest, mit Sicherheit hat sie nach alten Kontakten gesucht. Da könnte natürlich könnten natürlich Anrufe bei der Auskunft Sinn machen. Sie wollte mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen, sich aussprechen oder ausweinen. Dafür spreche eine Andeutung gegenüber ihrer Schwester, sie brauche eine Auszeit. Also scheint es da schon irgendeinen größeren Knatsch in der Beziehung gegeben haben. Und diese Andeutung hat sie dann eben nicht nur ihrem Ehemann gegenüber gemacht, dass sie eine Auszeit braucht, sondern dann auch eben gegenüber ihrer Schwester. Und was da reinpasst, ist dann auch eben so dieser völlig überraschende und nicht angekündigte Besuch am 4. Januar bei einer eher entfernten Freundin in Braunschweig. Dort soll sie nach Aussage der Zeugin nur eine halbe Stunde geblieben sein. Die beiden kannten sich von früher und aus dem Posaunenchor in Knesebeck, in dem beide Mitglied waren. In der Neuapostolischen Kirche Hankensbüttel und Celle war Roswitha Held ebenfalls sehr engagiert. Die Gifhorner Beamten ermittelten dann in allen Richtungen, im Umfeld von Familie, Freunden, Kollegen, Kirche, Reisebüros und Fluglinien checkten ihre Buchungen nach dem Namen der Vermissten. Aber nirgendwo eine Spur von Roswitha. Die Ermittler gehen anscheinend davon aus, dass diese Anrufe bei der Auskunft von Roswitha getätigt wurden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wen wollte sie damals anrufen? Und hat sie den PKW selbst entworfen, Büttel abgestellt? Oder hat jemand anderes den Wagen gefahren? Und weswegen, das ist eine Frage, die ich natürlich nochmal ganz konkret habe, ist, warum hat sie dann Kissen und Bettzeug gekauft? Was hat sie sonst noch gekauft? Sah das irgendwie danach aus, als wenn sie ja ganz schnell eine Wohnung gesucht hat und oder ein Zimmer gesucht hat und dort erstmal unterkommen wollte. Denn wenn sie eine Auszeit gesucht hat und vielleicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen wollte, die haben ja meistens dann ein Bett mit Bettzeug und ähnlichem, so dass man das dann nicht extra kaufen braucht oder man geht dann in ein Hotel. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, vor allem noch eben mit diesem Einkauf. So, das waren dann einmal die Informationen zu dem vermissten Fall von Roswitha Held. Ich denke mal, das ist auch ein sehr interessanter Fall und da bin ich auch mal gespannt, wie AZY diesen darstellen wird. Dann kommen wir zu dem letzten Fall, der in der Sendung dargestellt wird und zu dem gibt es auch die wenigsten Informationen. Der Vermisste ist Henning Vogt. Seit dem 19. September 2021 wird der 48-jährige Henning Vogt aus Eckernförde vermisst. Er hatte die gemeinsame Wohnung in Eckernförde ohne erkennbaren Grund verlassen und war nicht wieder zurückgekehrt. Er ist 1,75 Meter groß, er hat dunkelblonde Haare und eine schlanke Figur. Er trägt keine Brille, eventuell könnte er unrasiert sein. Alle bekannten Anlaufadressen von Henning Vogt wurden bereits erfolglos abgesucht. So, das war die Pressemitteilung zu dem Fall. Und in einem Artikel der SAZ wird er als echter Abenteurer beschrieben, denn er fuhr mit einem LKW ein halbes Jahr durch die Sahara und plante auch eine Weltumsiedlung. Und da wird in dem Artikel die Frage gestellt, ob ein Fernsehbeitrag von vor über 12 Jahren einen Anhaltspunkt liefern kann. Also mittlerweile ist der Fernsehbeitrag 14 Jahre alt.
2010 zeigte der NDR einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben von Henning Vogt. Damals hatte sein Segelboot leckgeschlagen und am Strand von Eckernförde versuchte er es zu reparieren. In dem Beitrag kümmerte sich seine Mutter um ihn und brachte ihm Frühstück. Ein NDR-Filmteam hat diesen Vorfall dokumentiert. Also ich habe auf die Schnelle jetzt diesen Beitrag nicht finden können. In der Anmoderation des Beitrages hieß es, ihr Sohn wollte schon immer die Welt sehen und hat es die lange zu Hause ausgehalten. Ist das vielleicht ein Indiz für sein Verschwinden? Hat er sich einfach in ein neues Abenteuer gestürzt? Die Ermittler gehen aber nicht davon aus. Solange es keine neuen Hinweise gibt oder er sich nicht meldet, dass er freiwillig auf Weltreise gegangen ist, gilt er für die Polizei als vermisst. Seine Wohnung in Eckernförde verließ er ohne erkennbaren Grund. Er ließ seine Geldbörse mit persönlichen Papieren und sein Handy zurück in der Wohnung. Auch seine Katze ließ er zurück. Seit der Öffentlichkeitsverhandlung haben sich einige Zeugen bei der Polizei gemeldet. Entweder aus dem direkten persönlichen Umfeld, aber auch zwei, die Henning im Süden von Deutschland gesehen haben wollen. Diese Meldungen stellten sich aber als Falschmeldung heraus. Also mehr Informationen gibt es in dem Fall nicht. Dann können wir auch da mal wieder gespannt sein, was es für Informationen bei Aktenzeichen Y gibt. So, damit habt ihr erst einmal wieder einen Überblick, was jetzt in der Sendung am 17. Juli passieren wird. Und ich denke mal auch ganz gute Informationen zu den Fällen. Und wie schon gesagt, der Fall von der Cassidy Langley, den gibt es in einem separaten Video. Checkt einfach einmal die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr mein Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.